Wir exportieren. Wir machen Export in Offizieren. Wir machen Export. Das Kriegsspiel ist ein gesunder Sport. Stefan Heim hat ja relativ früh begonnen, Gedichte zu schreiben. Waren meistens politische Themen, mit denen er sich damals auseinandergesetzt hat. Und irgendwann im August 1931 machten Berichte aus China die Runde, dass dort ein deutsches Frachtschiff beschlagnahmt worden sei mit Haufen Waffen an Bord. Und das hat ihn so bewegt, dass er da das Gedicht rausgemacht hat, Exportgeschäft, wo er im Prinzip den Waffenexport und den Einsatz deutscher Militärberater in China, um den es damals auch ging, als Beitrag zur Verbreitung deutscher Kultur dargestellt hat. Das hat natürlich für einen großen Aufruhr gesorgt. Das war damals starker Tobak, zumal als man erfahren hat, dass es halt ein 18-jähriger Schüler gewesen ist, der dieses Gedicht fabriziert hat. Gasinstrukteure, Flammengranaten auf arme, kleine, gelbe Soldaten. Denn davon wird die Welt genesen. Hoffentlich lohnt es sich. Ich glaube, es hat viele Kreise provoziert. Wenn wir angucken, das waren damals 10, 12 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges. Also viele Leute hatten noch ganz persönliche Erinnerungen mit dieser Zeit, waren selber an der Front gewesen, haben geglaubt, für was Gutes zu kämpfen, sind dann reichlich desillusioniert nach Hause gekommen. Die fühlten sich dort natürlich angegriffen. Wenn es da heißt, wir haben in Mördern großen Export, also Soldaten sind Mörder, dieses Tucholsky-Zitat schlägt sich ja nieder. Was im Übrigen erst wenige Wochen zuvor in der Weltbühne zu lesen war. Also ich nehme an, das hat da schon ein bisschen mit reingespielt, wie andere Arbeiten Tucholskys auch aus dieser Zeit. Das Zweite ist, und da muss man sich die Originalversion dieses Gedichts angucken. Heim hat später immer eine revidierte Version veröffentlicht eigentlich. Die ist im Ton schon recht scharf. Es gibt dort einen ganz zentralen Satz. Sie geilen sich auf an Sarghobelspänen. Das war damals schon also relativ starker Tobak. Das Gedicht erschien am 7. September 1931. Alles, was sich danach entwickelt hat, passierte innerhalb von ganz wenigen Wochen bis zu dem Punkt, dass er die Stadt verlassen musste. Zuerst, glaube ich, ist es so gewesen, dass er an der Schule angefeindet wurde. Es gibt Berichte von Zeitzeugen, die damals gesagt haben, also das Gedicht hing dann eines Tages irgendwann unten am Eingang im schwarzen Brett. War ja gezeichnet mit seinem eigentlichen Namen. Also jeder wusste sofort, das ist ein Schüler unserer Schule, der dieses Gedicht veröffentlicht hat. Und daraufhin gab es natürlich schon die ersten Anfeindungen von Schulkameraden von aus der Schülerschaft, die eher nationalistisch orientiert waren. Heim berichtet, er sei tätlich angegriffen worden, verprügelt worden wohl. Das findet auch sein Niederschlag in zeitgenössischen Berichten. Also ich glaube, da ist durchaus was dran. Er konnte einige Zeit lang nicht in die Schule gehen deswegen. Das Zweite ist, dass die Nationalsozialisten hinter den Kulissen schon gesehen haben, dass sie hier einen guten Angriffspunkt gefunden haben, um zu zeigen, wer hier der Herr im Hause sei. Sie hatten damals eine Kampagne laufen, wider den marxistischen Ungeist an Schulen. Und da bot dieses Gedicht, verfasst von einem Schüler der angesehensten Chemnitzer Schule, natürlich eine optimale Angriffsfläche. Sie müssen sich vorstellen, mehrere große Chemnitzer Zeitungen haben an mehreren Tagen hintereinander über diese Sache groß aufgemacht berichtet. Der Name Flieg in Chemnitz, der bis dahin, sofern man ihn überhaupt kannte, eigentlich einer sehr angesehenen Familie gehörte. Der war von dem Moment an beschädigt. Darunter litt nicht nur er selbst als Verfasser des Gedichtes, sondern die gesamte Familie. Man musste ihn hier aus der Schusslinie nehmen und zusehen, dass sich das irgendwie beruhigt. Ich glaube schon, im Nachhinein betrachtet war es ein großer Glücksfall. Nicht nur, weil es ihn dann veranlasst hat, 1933 Deutschland zu verlassen und damit überhaupt sein Überleben zu sichern, sondern auch weil er zu einem, glaube ich, richtigen Zeitpunkt aus Chemnitz quasi herauskatapultiert worden ist. Es hat ihn sicherlich beeindruckt, aber ich glaube, er fühlte sich, und auch das ist für Stefan Heim ja durchaus typisch, auch später dann, eher herausgefordert. Er konnte nicht erkennen, dass er hier irgendwie was verkehrt gemacht hat, vielleicht ein taktischer Fehler, das unter seinem Namen zu veröffentlichen, aber er stand weiter hinter diesen Positionen und ich glaube, er fühlte sich regelrecht bestätigt durch diesen Aufruhr. Er hat die getroffen, die er treffen wollte.